Fünf rote Granden haben sich im Kampf um den SPÖ-Vorsitz bereits hinter Pamela Rendi-Wagner gestellt. Nun kommt mit Heinz Fischer auch noch präsidiale Unterstützung. In seiner Privatwohnung in der Josefstadt sprachen der Altbundespräsident und die 32 Jahre jüngere Parteivorsitzende der Sozialdemokratie mit Conny Bischofberger über Freundschaft, Solidarität und Wut im Bauch. 3, 2, 1. Frau Rendi-Wagner, nach Michael Häupl haben Sie eine weitere sehr prominente Unterstützung bekommen, den Herrn Altbundespräsidenten Dr. Heinz Fischer. Aber glauben Sie, dass Ihnen das bei der Basis, bei den Mitgliedern, die ab Montag abstimmen werden, helfen wird? Na, ich bin schon der festen Überzeugung, dass Menschen und Sozialdemokraten wie Heinz Fischer, Michael Häupl, stellvertretend stehen für ganz viele in unserer politischen Bewegung, die vielleicht zu der stillen Mehrheit zählen, denen die leisen Töne wichtiger sind als die lauten, aber die mich all die 4 Jahre unterstützt haben, die mit mir gemeinsam gekämpft haben um unsere politischen Werte und Inhalte nach außen. Und das ist eine Gruppe, wo ich schon glaube und überzeugt bin, dass sie viele sind. Und von vielen habe ich auch die Kraft geschöpft in den letzten 4,5 Jahren und auch aktuell in dieser Zeit. Was ist der Grund, dass Sie diese Unterstützung jetzt angeboten haben? Oder anders gefragt, was kann die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie besser als ihre zwei Herausforderer, Doskozil und Babler? Also ein inhaltliches Argument ist, dass ich überzeugt bin, dass die Vorsitzende gute Arbeit leistet in einer schwierigen Situation und wirklich zeigt, dass sie es ernst meint mit ihrer Überzeugung und mit ihren Konzeptionen. Und das Zweite, was mir auch sehr wichtig ist, Loyalität ist ein Grundelement und gehört zum Selbstverständnis der Sozialdemokratie. Und wenn jemand auf einem Parteitag gewählt wird und die Mehrheit in deutlicher Weise bekommt, dann hat er viele Pflichten, aber das Recht auf Loyalität und Unterstützung. Und daher ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, jemanden, der in dieses Amt gewählt wurde, loyal zu helfen, dass die Gesamtheit Erfolg hat. Es gibt jetzt einen Dreikampf um die Führung der SPÖ. Macht Sie das nicht furchtbar wütend, dass zwei Männer jetzt ihren Job wollen? Naja, ich habe mich schon gewundert, jetzt gar nicht über zwei Männer, sondern über 70 Männer, die sich im ersten Schritt alle dazu berufen gefühlt haben und eigentlich nur zwei Frauen außer mir. Und eine Giraffe. Und das zeigt uns doch, dass sich Männer generell offenbar sehr viel zutrauen und viel mehr zutrauen, als Frauen sich das zutrauen und sich vielleicht sogar hier und dort überschätzen. Also das ist schon etwas, was mir aus dieser großen Zahl an männlichen Bewerbern hier als Schlussfolgerung bleibt. Aber ich bin der Überzeugung, jeder hat das Recht, Parteivorsitzender dieser wichtigen, stolzen politischen Bewegung der SPÖ zu werden. Aber niemand hat das Recht, der Partei hier zu schaden. Also keine Wut? Nein, Wut hat keinen Platz in der Politik, wäre höchst unprofessionell. Es geht ja nicht um mich, es geht ja nicht um meine Befindlichkeit, es geht um viel, viel mehr. Wer wird denn gewinnen, diese Befragung? Ich bin kein Orakel. Ich kann keine seriöse Antwort geben. Ich glaube nur, es würde der Sache und der Sozialdemokratie gut tun, wenn sie beweist, dass Loyalität eben doch ein hoher Wert ist und wenn die jetzige Vorsitzende die Chance bekommt, diese Aufgabe weiter wahrzunehmen und auch anzutreten bei der nächsten Nationalratswahl. Auf welche Wahlbeteiligung hoffen Sie? Also ich bin schon überzeugt, dass es eine hohe Wahlbeteiligung geben wird und ich hatte ja 2020 auch schon eine Mitgliederbefragung zu meinem Vorsitz und da hatten wir die historisch höchste Wahlbeteiligung von 40%.
was mich damals sehr, sehr gefreut hat. Und ich glaube schon, dass wir diesmal drüber liegen werden. Michael Häupl hat gesagt, es ist erbärmlich, was die SPÖ im Moment macht. Würden Sie das teilen, diese Einschätzung? Ich würde Sie bitten, mir meine eigene Terminologie zu erlauben. Und die lautet, mich macht das sehr besorgt, was ich da beobachten muss. Und ich appelliere an die Vernunft und an die Solidarität aller Beteiligten, das zu tun, was der Gemeinschaft insgesamt nützt. Was würde Bruno Kreisky sagen zu dieser Situation? Das kann Heinz Fischer viel besser beantworten als ich. Ich glaube, er würde das sehr ernst und tragisch nehmen, weil er ist so mit Leib und Seele Sozialdemokrat gewesen und hat so viel von Viktor Adler gelernt. Und dazu gehört auch, dass man die Einheit als etwas ganz Wichtiges und die Solidarität als etwas ganz Wichtiges betrachten muss, sodass er sich sehr deutlich hier artikulieren würde und auf die Geschlossenheit hinarbeiten würde und sie verlangen würde. Weil es ja hier auch um unsere Glaubwürdigkeit als Bewegung, als politische geht. Weil wenn wir Solidarität als wichtigen und ganz zentralen Wert und Grundwert betrachten, dann müssen wir diese Solidarität natürlich auch innerhalb unserer Bewegung leben, um glaubwürdig zu sein. Bleibt es dabei, dass Sie sich aus der Politik zurückziehen, falls Sie es nicht schaffen, diese Befragung zu gewinnen? Ich habe immer gesagt, ich werde dieses Mitgliedervotum natürlich respektieren und auch Klarheit schaffen für mich selbst und einen ehrlichen Schlussstrich ziehen, sollte ich das Vertrauen der Mitglieder nicht bekommen, was ich aber nicht hoffe. Was würde dann fehlen, wenn Frau Rendi-Wagner nicht mehr in der Politik wäre? Ja, die erste Frau in der Geschichte der Sozialdemokratie, die das Amt des Vorsitzenden innehat, was mit den Prinzipien der Sozialdemokratie auf Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen sehr gut passt, weil es waren bisher seit 1989 nur Männer als Vorsitzende. Dieser Erfolg würde dann einen ordentlichen Däpscher bekommen, um es auf Wienerisch auszudrücken. Vielen, vielen Dank. Danke.